So, und jetzt starte ich auch eine Aufnahme für YouTube. Hihihihi. Für all jene, die mir auf Steam folgen, also keinen. Chloe, you're back. Ich habe das letzte Mal den Vater von Chloe wieder umgebracht. I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Ich sollte nicht nebenbei essen. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Heute spiele ich mal mit Controller. Allerdings sehe ich gerade, dass der Controller ziemlich leer ist. Kann sein, dass ich ziemlich bald nicht mehr mit Controller spiele. Okay. Was steht hier? So close, yet so far away. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the darkroom. Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. Zero power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. Ja, wir sind die Guten. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. And to who. And be careful of Stepcrack. Unless you want to hang out with him after you stood up for his ass yesterday. Oh, please. Okay. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous, and I need to navigate the present without messing up the past. Doesn't help me. This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? Gute Frage. So. Ah, okay, so kann ich das kontrollieren. Da kann man sogar untersuchen noch. Okay, ich dachte, du hast das rausgenommen. I feel like we're missing a major clue. Keep digging, Chloe. Das ist ein Aschenbecher. Ah, falsche Richtung. Yes, Chloe Price was here. Ich jetzt? What was this? Damn. This is a serious exposé on the Prescotts. Finally. Ooh. Kann man das auch lesen? Also, mit A. Der Name Prescott mag nicht viel für Sie oder alle anderen außerhalb einer kleinen Küstenstadt Oregons bedeuten, aber dieser Name hat viele Bedeutungen für Arcadia Bay, eine idyllische und zeitlos wirkende Stadt. Einst quasi der Sitz einer florierenden Fischerei- und Tourismusindustrie, aber diese Tage sind Geschichte. Trotz des lokalen Erfolgs der Blackwell Academy und ihrer Football- und Schwimmteams, den Bigfoots und Ottern, Veränderungen in der Umwelt der Region reduzierten die Anzahl der Fische und anderer Meereslebewesen und resultierten in einer stagnierenden Wirtschaft und eingeschränkten Tourismus.
Kurioserweise verstanden die Prescotts es, ihren Geschäftsinteressen auf ein ziemlich profitables Niveau zu halten. Tatsächlich stehen sie hinter einem teuren und exklusiven Siedlungsbau namens Pan Estates, der tief im Wald in der Nähe der Blackwood Academy angelegt werden soll. Vielleicht sollte man dorthin fahren. Örtliche Gruppen amerikanischer Ureinwohner reichten bereits zahlreiche Anträge gegen das Projekt ein, die eine weitläufige Zerstörung von Stammesland und natürlichen Ressourcen angeführt wird. Okay. Ach, das hätte man auch auf Englisch lesen können. Das ist aber klein. Kann ich nicht lesen. Okay. Da ist Papier. Ja. Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Hey, das ist auch in der Tasse. Die will ich auch sehen. Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Ich jetzt Chloe ansehen? I wish I could tell Chloe how much William cared about her. Mehr Papier. Mehr Zeug, das wir nicht brauchen. Na okay, geh mal runter. Unten können wir offensichtlich irgendetwas finden. In die Garage. Zum Batmobil. Mhm. Yep, locked from the other side. Hm. Wie komme ich da jetzt rein, frage ich mich. Mit X? Na. Ah. Mit Select. Warte mal, ist da oben oder da oben? Nein, da ist oben. Da ist oben. Da ist Dings. Was hat er geschrieben? Cool. Muss los, bis dann. Ich sitz. Yo Max, deine Freundin Chloe hat mir getextet. Ich sei aus dem Spiel. Sie klingt heiß, also verstehe ich's. Er sagt getextet auf Deutsch. Ich habe es sicher nicht meine Nummer gegeben. Wenigstens lässt du noch mit mir den Affen raus. Also wie es mit Chloe abhängen. Oder wir gehen alle zusammen. Euch beide gleichzeitig vertraue ich nicht. Cool. Muss los, bis dann. Okay, das habe ich jetzt lesen müssen. Wirklich. Finde ich nicht richtig. Hey, da ist ein Fernseher. Schon wir fern. Those poor whales are like beached angels. What is going on here? Was? Was redest du da? Ich kenne Engel. Die schauen nicht aus wie diese dicken, fetten fischähnlichen Tiere. Looks like they're back on the road to Paris. Mhm. Aber dieses Mal halt mit dem... Did I actually cause that clock to stop? Was? Nein, natürlich nicht. Die Batterie ist leer. Oh, there's a ladybug stuck in the dials. Echt jetzt? Das ist sicher irgendein Achievement, das man jetzt unlocked hat. Ja, kann man auch rausgehen. Wir schauen uns alles an. Kann man noch laufen? Ah, nein. Falsch. Nein. Auch nicht. Na, stop, 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 stop.
heißt, ich muss den Ladybug wieder rausholen. Da gibt's nichts. Kann mich nicht einmal auf die Schaukel setzen. Da gibt's eine Tür, vielleicht können wir da dann in die Dings in die Garage rein. Halt, stopp, da ist was. William never finished painting that wall. Echt jetzt? Gut. Können wir dann machen. So, muss ich den Ladybug jetzt nochmal retten? Ja, ich muss ihn nochmal retten. Oh, there's a ladybug stuck in the dials. Auch noch haben. I think this all started with my vision of a tornado. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit deiner Vision zu tun hat. Wieso sollte das zu tun haben mit deiner Vision? Nur weil du zu viel getrunken hast? Eco-Apocalypse Now. Vielleicht liegt es eher an den Prescotts. Okay. Schau, da geht's ja in die Garage. Looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. No problem with him. Anything I can do for you, Max? I was just waiting for Chloe to get out of the bathroom so we can go. I owe you one. So I'll pretend what you just said is true, Missy. Excuse me. That's Miss Caulfield. Yes, sir. You and Chloe still better be careful where you wander. There are a lot of dark places in Arcadia Bay. Mm-hmm. What do you mean by dark places? I can't tell you everything that's going on at Blackwell. And you've seen too much already, so please stay out of this, Max. Too late. I already know way too much. So, do you and Nathan Prescott... Nathan Prescott? That little shit-ass is lucky he didn't get suspended. Yeah. I don't think luck had anything to do with it. I could have been suspended, too. I didn't have all the evidence at the time. I am sorry, Max. Anyway, I think we can both agree it's been a hard week on all of us. Especially poor Kate Marsh. Hmm. Hmm. Nee, too bad natürlich. Nobody helped her when she needed it. You tried to help her more than anybody, Max. I sure didn't. Plus, I left the goddamn dorm roof wide open. I knew Kate was feeling desperate. You even made it to the roof before me or anybody. I knew Kate was desperate, too. So did Mr. Jefferson. And I got him suspended for what? That guy is an elitist prick. I'm off duty, so I can say it at home behind his back. Like when Chloe calls me step douche. These artists live in a fantasy world. Ja. Jetzt ist eh klar. Jetzt wird er natürlich der Gute. Wir haben die ganze Zeit gedacht, er ist der Böse, aber das ist natürlich so in allen Filmen heutzutage, dass der Böse eigentlich der Gute ist. Okay. Das ist er nicht. Warum das? Na, wir fragen mal, warum er das denkt. These art farts are all about themselves. When I was in the service, I hated the photographers who tried to pose me in their anti-war bullshit. Well, Blackwell Academy is a school for artists, so maybe this isn't the best place for you. I have a family here, Max, and I think Blackwell is the best place for me. Since only I know what's happening. Of course, thanks to Mrs. Grant and her hippie anti-surveillance petition, I hope everybody feels safer. Like Rachel Amber and Kate Marsh. Although, you're like a walking surveillance system. I appreciate you standing up for me, but I have to be a hard ass and tell you and Chloe to stay the hell out of this. Things are just gonna get more ugly. Chloe and I can take care of ourselves. Now, excuse me, Max. I have to get back to my camera. See? I'm an artist, too. I don't totally trust David,
But he's not a real Stepfuhrer. Maybe Chloe will see that someday. Mhm. Okay, gut. Hey, wir könnten uns die E-Mail anschauen. Geht das? Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe in private anymore. Despite our rather heated discussion about the successful petition to block a campus surveillance system, I'm still interested in your feedback on other methods of improving Blackwell security. We must find a middle ground between safety and privacy. David really did protect Chloe. I'm glad I stuck up for him. I just wanted to let you know that Chloe was actually with me the other night and not at Blackwell. I almost wish she had been, because I caught her with more weed. So I had to put the fear of God and country into her, not to mention the threat of kicking her ass out of the house. These kids are so goddamn entitled as to, you know, just wanted to let you know, that let you so know, so Chloe's mother doesn't think her daughter was breaking into her old alma mater. Chloe's allergic to school now. Thanks, and let's get together for a two whales breakfast. My treat, Dave. Na bitte. Er ist wirklich der Gute. Zumindest guter als eine Karte. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Hm. Vielleicht sollten wir nachher mit ihm noch sprechen. Wir haben jetzt eine neue Sprechoption hier, nehme ich an. Max, sorry, Max. I can't talk and work. Okay, oder auch nicht. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Na, 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 wir könnten irgendwo irgendwas sicher machen. Sorry, but this is my official man cave, so no girls allowed. Was? I wonder if David is going to the party. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Was? Also. Bohnen, Zeug, Sachen. Türen. Von der Seite ist offen. I give up William, but defend David? Would Chloe hate me if she knew? Nein. Die mag dich so oder so nicht. Schau, da ist schon wieder ein Final Notice. Die Leute haben alle Schulden. In America. Hey Max, I do appreciate you standing up. Ja, ja, ja. Ah, da gibt's Sachen. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Okay. For once I don't have time to search for the code. I need to find a key. Das heißt, wir müssen irgendwo den Code finden. Da ist ein Schlüssel. Aber wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ah. Oh, the keys to the kingdom. Or at least David's locker. Das war kein Schloss mit einem Schlüssel. Das war ein Schloss mit einem Dingscode. Excuse me, Max. Do not touch one goddamn thing. Ooh. Come on, Max. Find a way to get David out of his cave. This is my official man cave, so no girls allowed. Hey, Missy, you do know I can see you snooping around. Ja, ja, kann ich mit ihm reden eigentlich wieder? Wo ist er denn hin?
Ventilator. Hey Max, I do appreciate you standing up for me. Aha, okay, ich kann mit ihm gar nicht mehr Dings, ich kann mit ihm gar nicht mehr reden. Interessant. It's amazing how much the living room has seen. Sorry. Kinders. Ist da irgendjemand? Nein, natürlich nicht. Okay. Viel sind wir nicht weitergekommen, aber ich höre jetzt auf für heute mit meiner Aufnahme fürs YouTube-Ding. Schauen wir mal, ob ich einen Weg finde, den Typen loszuwerden.